Im heutigen Video öffnen wir alle fünf verschiedenen Minitins von Paldeas Schicksale. So, dann würde ich sagen, wir schauen uns die guten Minitins mal an. Fünf Stück gibt es verschiedene im aktuellen Set von Paldeas Schicksale. Gerade in dem Case waren 10. Wir öffnen heute nur 5 davon, weil wir einfach jeder das Artwork einmal haben wollen, denke ich. Und 10 Booster ist eine schöne Zahl für ein Video. Wir haben den ersten Booster hier mit Taphorgita, müsste das sein. Oder ist es Granphorgita? Ich kann sie nie auseinanderhalten. Auf jeden Fall eines von den beiden. Sehr klassisches Paldeas Schicksale Pokémon. Hinten ist immer das gleiche drauf. Man hat so einen kleinen Text und steht drauf, was drin ist. Sprich, 2 Booster Packs, ein Stickerbogen und eine Pokémon Bildkarte, die wir uns natürlich gleich anschauen werden allesamt. Ansonsten sind die Boxen eigentlich ganz schön. So ÖVP, so 11, 12 Euro. Kann man sich, wenn man mal unterwegs in der Stadt ist und gerade einen Laden in der Nähe hat, wo man Pokémon-Karten kriegt, gerne mitnehmen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, denke ich mal. So eine kleine Box finde ich immer ganz nett. Deswegen habe ich mir die auch geholt. Wir schauen uns einfach mal alle an. Ich mache sie erstmal auf und dann schauen wir uns alles an, was drin ist. So, ich habe alle Boxen geöffnet und entleert. Fangen wir an mit der Taphorgita-Tin. Die sehen wir hier nochmal. Schönes Artwork. Natürlich ein sehr prominentes Paldea-Pokémon, wie bei allen Tins, wenn ich so schaue. Also kein Standard-Pikachu-Evoli oder so. Nein, es sind die Paldea-Pokémon, weil es ja auch die Paldea-Schicksale-Mini-Tins sind. Da muss man natürlich auch ein bisschen Paldea bringen. Dann haben wir hier Famibs in verschiedenen Formen. Hier ist ja auch die große Famibs-Familie mit 2 Kindern. Und das ist, glaube ich, Zwiebs, oder? 2 nur. Sehr nice. Dann haben wir noch Olini, eine ganze kleine Horde. Auch sehr schöne Tinbox. Sehr gelungen. Olini mag ich gerne. Dann haben wir hier Normifin in Shiny. Tatsächlich. Ach, das sind wahrscheinlich immer Shiny-Varianten, oder? Also hier bei Olini könnte es auch ein Shiny sein. Hier ist ein Shiny wegen der schwarzen Olive. Und hier wahrscheinlich wegen dem Hammer, ne? Dass es hier ein Shiny ist. Bei Zwiebs, Famibs muss ich gestehen. Ich glaube, es ist diese Andeutung von Hosen und Hemd, was eine andere Farbe hat, oder? Und vielleicht die Ohren ein bisschen dunkler? Ich weiß es nicht. Aber es sind wahrscheinlich alle Shinies, weil Shinies ja auch wichtig sind in dem Set. Dann haben wir Flamingo, das definitiv ein bisschen heller ist, ausgeblichen, einmal zu lange in der Wäsche geblieben, dann wird man halt so. Und genau, das sind die Tinboxen, die es gibt, 5 verschiedene. Könnt ihr gerne mit in die Kommentare schreiben, welche ihr am schönsten findet und wie ihr generell zu Mini-Tin steht. Dann ist in jeder Tin noch drin einmal so eine Bildkarte, das ist quasi das Artwork als Karte, die kann man wahrscheinlich so aneinanderlegen, dass es ein großes Bild gibt. Wenn das funktioniert, werde ich das bestimmt für euch gemacht haben, wenn nicht, dann nicht. Und ein Sticker von dem Artwork, wo man dann einen kleinen Teil als Aufkleber hat. Das gibt es halt auch von allen Tinboxen jetzt natürlich. Denke mal, das sollte jetzt nicht überraschend sein. Dann natürlich das Wichtige. 2 Booster von den Boxen gibt es auch. Also 2 Booster von Paldeas Schicksale. Ich habe jetzt mal hier einen schönen Haufen gemacht mit 10 Stück. Und die werden wir uns jetzt ganz genüsslich reinknusern. Paldeas Schicksale ist ja immer noch ein cooles Set und brandaktuell, denke ich, bei uns allen. Obwohl natürlich jetzt auch mit Gewalt mehr Zeit das nächste Set in den Startlöchern steht, ist wieder ein normales Hauptset. Das heißt, Hauptsets finde ich persönlich immer ein bisschen weniger cool als Sondersets in der Regel. Zumindest wenn es gute Sondersets sind. Gibt ja auch immer so ein paar schlechtere Sondersets. Weg des Schems, ich meine dich zum Beispiel. Naja, aber grundsätzlich ist das hier auf jeden Fall ein schönes Set, was wir hier haben. Palimpalim als Weverse, Gengar als Weverse und die Forschung des Professors. Das heißt, der erste Booster startet gleich mal mit 0 Hits rein. Kleiner Funfact am Rande, wir hatten ja die Woche auch einen Stream und in dem Stream haben wir tatsächlich zum ersten Mal einen 3-Hit-Booster gehabt und wir hatten auch mehrere 2-Hit-Booster auf dem Weaver-Slot, also die Legende ist bestätigt auch bei uns auf dem Kanal, dass es diese 3-Hit-Booster gibt mit 2 Hits auf dem Weaver-Slot, richtig nice. Hier schon wieder Paldea-Schüler, 2-mal die gleiche Karte hintereinander. Ich verstehe nicht, warum das so sein kann. Ich fände es cool, wenn wenigstens im Booster sichergestellt ist, dass jede Karte nur einmal drin ist. Meine Sets sind eigentlich groß genug mit 91 Karten, das sollte man hinkriegen. Hefel, Paldea-Schüler nochmal ein drittes Mal, aber jetzt als Weavers, das ist okay. Und Eisenrad IX, immerhin kleiner Hit im zweiten Booster. Wir haben hier 10 Booster, das heißt, ich erwarte mal locker flockig 7 Hits, würde ich sagen, erwarte ich heute. Das wäre nice, also wäre mein Ziel, dann wäre ich zufrieden. Natürlich kann man das nicht immer so pauschal sagen, weil Hits ja auch immer so ein bisschen nach Güte zu werden sind. Ne? Ich meine, ein Glurak gezogen, gleicht schon ein paar Hits aus zum Beispiel oder ein Gardevoir in Alternativ. Hier einmal für euch ein Code. Viel Spaß mit diesem kleinen Stück Pappe. Und gönnt euch einen Booster im Live-TCG. Bin gespannt, ob das neue Pokémon Pocket auch irgendwie mit Codes versorgt wird oder ob man die Codes auch benutzen kann. Wäre natürlich nice. Ich vermute allerdings irgendwie nicht, dass man sich die Codes dann wirklich in der App kaufen muss und damit ein Gacha-System hat, was uns sehr viel Geld aus den Taschen ziehen wird. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, schaut euch die Pokémon direkt an oder Pokémon Present, die die Woche kam. Fumpy Reverse. Juju EX in Gold. Ja, nice. Das ist mal ein Hit. Den nimmt man auf jeden Fall mit. Brennender Neid und Flammenwoge vom Feuerfisch Juju. Nice, richtig cool. Und die Paldea-Schüler in Full Art. Full Art Trainerkarten sind im Set leider sehr, sehr häufig. Was heißt leider? Es ist ja auch gut für die Leute, dass man sie ziehen kann, aber es droppt natürlich auch die Preise für diese wunderbaren Trainer-Full Art Karten enorm in den Keller. Was auch irgendwie ein bisschen schade ist, wenn man so eine Karte zieht und sieht, die ist nur 50 Cent oder so wert. Das meine 50 Cent dazu als Meinung. Könnt ihr gerne mal schreiben, was ihr davon meint, wie ihr das seht mit den Werten und den Häufigkeit der Puls bei den Fuller Trainerkarten in diesem Set. Aber diese Goldkarten, die kommen schon echt gut rüber, muss ich sagen, mit diesem türkisen Hintergrund hier mal was Neues. Finde ich gut, können gerne mal öfter Experimente machen, dass man mal ein bisschen was Neues sieht. Ich meine, wir hatten auch 2 Zyklen lang die Regenbogenkarten.
Die findet man anfangs cooler, wenn du die wirklich in... Sind es 30 Sets oder so, wo du die drin hattest, jetzt hast? Das ist schon extrem viel. Später ja sogar mit den Trainerkarten, die ja auch in Regenbogenvariante gab. Das war schon echt too much. Ich finde, so Features sollte man vielleicht ein bisschen geringer halten. Oder halt nicht so extrem printen. Ich meine, die Regenbogenkarten waren ja teilweise 10, 15 Stück pro Set oder so, teilweise. Dadurch natürlich auch extrem häufig zu ziehen. Gespenst. Kirlia als Baby-Shiny. Auch eine richtig schöne Karte. Richtig gut. Passend zu meinem Gardevoir-alternativen Artwork, was wir, also die Special Situation Rare, die wir vor kurzem gezogen haben. Nice. Sehr schön. Und nochmal eine Forschungsprofessors in Holo. Ja, damit sind wir bei soliden 4 Hits und wir sind jetzt bei der Hälfte noch nicht mal. Also, Minitins, ihr gönnt gut. Jo. Wird jetzt die Woche auch nochmal ein paar Streams geben, also in der nächsten Zeit ein paar Streams geben. Gewalt in der Zeit steht jetzt an, da werden wir natürlich ein Pre-Release-Display öffnen und wir machen noch ein weiteres Stream-Opening, Community-Opening zu Paldeas Schicksale demnächst. Hoffentlich wird da die Pullrate ähnlich gut, aber hier kommt nochmal ein sehr enttäuschender Booster. Aber man kann nicht neben Booster Hits haben und dafür, dass es ja sogar 2- und 3-Hit-Boosters im Set geben kann, ja. Sind auch mal Booster mit 0-Hits zwischendurch okay. Hier nochmal ein Code für euch, um das Karma anzuheizen. Viel Spaß damit. Und wir gehen rein mit dem wunderbaren, süßen, knuffigen Deden vom Psychotyp. FM Palim Palim, wunderbares Aquarell-Artwork, sag ich mal wieder. Pikachu auch sehr schön. Flettiamo, der Nestball. Gengar, Gierspenst als Weverse. Das Sonderbonbon in Weverse und ein Psyopatra EX, eine der X-Karten, die ich richtig häufig gezogen habe. Deswegen, ja, leider was Neues für den Tauschordner, aber mal schauen, wenn jemand das fehlt, kann sich gerne melden. Weiter geht's mit Booster Nummer 6, das heißt, wir sind jetzt kurz nach der Halbzeit. Wir haben jetzt quasi 3 Minitins geöffnet und die Ausbeute ist richtig gut. Also ich würde sagen, bei den 3 Minitins kann man echt nicht meckern. Und wir gehen wieder mal rein mit den Paldea-Schülern, die man sehr oft sieht, weil es ja auch 2 verschiedene Artworks gibt. Dann gibt es noch die Weavers-Variante und die Pullout-Variante. Deswegen sieht man die Paldea-Schüler extremst oft in diesem Set. Razav zerschmettert wieder irgendwas. Wieder Paldea-Schüler. Wir müssten mal einen Paldea-Schüler-Counter machen in so einem Video. Dann haben wir Waumball und ein Monitigo als Holo-Karte, wo ich das Artwork immer noch ziemlich cool finde. Ich mag das Pokémon auch sehr gerne in diesem Gold-Style mit den Münzen. Sehr cool. Endlich mal ein Pokémon, wo man sieht, was es wert ist. Noch 2 Hits fehlen bis zu unserem angestrebten Ziel oder meinem angestrebten Ziel von 7 Hits. Allerdings haben wir schon sehr hochwertige Hits mit Kirlia und mit Yu-Yu, finde ich. Deswegen bin ich schon sehr zufrieden mit dem Opening. Nimila in Reverse. Die gibt es, glaube ich, auch in Full Art. Habe ich auch nicht gezogen bis jetzt. Dooflore, nice. Nochmal ein kleines Babyschein. Ich glaube tatsächlich, dass die jetzt doppelt ist. Das ist traurig, weil es gibt so viele Babyscheins und jetzt schon doppelte zu haben, das ist ein bisschen undankbar. Und Grimanzo in Holo. Aber ist natürlich auch immer schönes Tauschmaterial, diese Baby-Shiny-Karten, weil alle zu ziehen ist unglaublich schwierig. Hinzu kommt, dass die Werte von den Baby-Shiny-Karten teilweise auch höher sind als die Werte von den Full-Art-Karten. Deswegen sind sie auch ein bisschen teurer in der Beschaffung, wenn man sie kaufen oder ertauschen will. Voltrian haben wir hier. Enigmara vom Meeps. FM in Weverse. Knuddeluff als Baby-Shiny. Die nächste Baby-Shiny, sehr süß. Das hat ja grüne Augen anstatt die blauen, glaube ich, die es normalerweise hat. Ansonsten ist es, glaube ich, vielleicht ein bisschen heller, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall ein schönes Pokémon, Kanto-Pokémon, auch sehr beliebt, nehme ich gerne mit. Und wir haben noch ein Tenterra EX, was ich euch nicht vorenthalten wollte. Der findige Zuschauer hat festgestellt, wir haben unsere 7 überschritten, sind sogar schon bei 8 und wir haben noch den einen Booster hier. Das heißt, alles was jetzt kommt, ist natürlich Bonus. Hier nochmal ein Code für euch, viel Spaß damit und wir gehen rein in die Last Pack Magic hoffentlich. Mit Kamaup, Marakamba, Shugi, Donphan, Mondscheinhügel, Gruffweavers, Lewalweavers und die Forschung des Professors. Also zum Abschluss nochmal ein Null-Hit-Booster. Schade, Schokolade, aber macht man nichts dran. So, ich habe euch die Hits der Karten mal so nach Güte sortiert. Wir haben hier Eisenrad EX und Tenterra EX als normale X-Karten, die wir heute gezogen haben. Dann haben wir die Paldea-Schüler als Full-Art-Karte, auch eine sehr schöne Karte. Finde ich immer wieder nice, die zu ziehen. Mittlerweile das 4. Mal, glaube ich. Dann haben wir Dooflore als Baby-Shiny. Ups, Jopasar EX habe ich ganz vergessen, falsch sortiert. Gut, Marcel. Dann haben wir Kirlia als Baby-Shiny. Knuddeluff als Baby-Shiny und Yu-Yu EX in Gold. Heißt, wir haben 3 Baby-Shinies gezogen, was, denke ich, für 10 Booster sehr gut ist. Eine Full-Art, eine Goldkarte, denke mal, die Auswahl der 10, 3 X-Karten noch dazu. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Interessanterweise keine Illustration mehr, weil die sind nämlich ziemlich häufig. Da gibt es ja nur Delfinator, Schlägdri und Pamo und die zieht man so häufig eigentlich, dass wir jetzt in 10 Boostern keine haben, ist fast schon seltsam. Aber ich denke, wir haben gut gezogen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was eure Meinung zu unserem Puls ist. Ich bin da sehr zufrieden und vor allem natürlich sagen, was euer Hit des Tages ist. Ich muss hier sagen, Yu-Yu X in Gold finde ich sehr cool. Ich mag das Design des Pokémons, weil es so ein Feuerfisch ist. Finde ich ziemlich cool. So dieser Kontrast zwischen Feuer und Wasser eigentlich. Und ja, grundsätzlich auch eine schöne Karte. Bin gespannt, was ihr sagt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, um den Kanal zu unterstützen. Wäre sehr nett von euch. Ansonsten natürlich gerne auch
konstruktive Kritik in die Kommentare. Wenn ihr was wisst, was ich besser kann, kommt gerne auf unserem Discord-Server vorbei, unten unter dem Video in den Shownotes, wie man so schön sagt, verlinkt. Könnt gerne mal reinjoinen und dann können wir auch miteinander quatschen oder tauschen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video oder Stream wieder. In dem Sinne, bis dann, euer Marcel. Ciao, ciao.